habe ja vorhin gesagt, dass er ein ziemlich gewandter Rhetoriker ist. Und da habe ich zwei Auszüge aus seiner Rede herausgenommen. Unter anderem, die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen. Der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihr in Konflikt kommt. Also er verwendet hier eigentlich eine ziemlich verharmlosende Bezeichnung. Er stuft die Natur quasi runter als ruhig. Dabei ist es ja gar nicht so. Und er argumentiert sehr kühl und wissenschaftlich. Und dann noch das Zitat, ist es denn nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Also er verwendet immer wieder Stilmittel, so rhetorische Fragen, auf die er eigentlich gar keine Antwort will und zieht damit eigentlich die Zuhörer auf seine Seite. So, mein nächster Punkt sind die Frauen. Und da habe ich jetzt auch nochmal so Eigenschaften, die um die Grisetten sich bilden, abgebildet. Und da würde ich euch mal gern fragen, was dahinter liegen könnte. Wie? Bei den Dontonisten ist es ja so, die leben ja eigentlich durch die Grisetten diesen Luxus, also dieses Epikur-Lasterhafte, weil ja, die genau. Schlafen, was jetzt halt genau. Haben. Richtig. Hanna? Ja, ich denke mal, das Brot steht halt dafür, dass sie dadurch eben ihr Leben finanzieren. Genau, so ist es ja auch bei Marion. Die geht ja quasi, sie prostituiert sich quasi, um ihre Familie damit zu ernähren. Saskia? Da haben wir noch die Geschlechtskrankheiten. Genau, die sind Krankheiten ausgesetzt, richtig? Eva? Genau, das ist quasi diese Entwürdigung der Frau, die werden total als, ja, in der Gesellschaft heruntergestuft und als Abschaum so angesehen. Genau. Jetzt komme ich zu einer der Grisetten, nämlich Marion. Und hier habe ich Zitate und daneben dran Eigenschaften, die nicht geordnet sind. Und da bitte ich jemanden vorzukommen, der das zuordnen könnte. Ja, Vanessa? Also der Genussmensch wie Dontor, hier wer am meisten genießt, betet auch am meisten. Genau, ja. Gefühllos vegetiert. Genau, ja. Nach dem Tod ihres Geliebten ist sie ziemlich gefühlskalt dann. Und ja, genau. Und dann alle Männer verschmolzen in einem Leib. Also kein individuelles männliches Geschlecht. Genau. Verachtung von ihren Mitmenschen ist Reisen mit Fingern auf sie. Genau. Und Unterdrückung ihrer Sexualität durch ihre Mutter musste beim Lesen einige Seiten überschlagen. Genau, Dankeschön. Und Marion stellt quasi so die Gegenposition zu Lucille und Julie dar, da sie quasi nur die rein körperliche Liebe darstellt und ja, die rein körperliche und käufliche Liebe. Genau. Mein nächster Punkt ist die Julie. Zu Beginn des Werks wird erzählt, wie sie denn aussieht. Könnt ihr euch noch vorstellen oder wisst ihr noch ungefähr, was da gesagt wird? Ihr könnt auch nachschauen. Niemand? Okay. Sie wird als eine Frau mit dunklen Augen, lockigem Haar und einem feinen Teint beschrieben. Und Julie zeichnet quasi die Beziehung zu Danton aus. Kann man das hier sehen?
Genau, und so kann man sagen, dass sie sich eigentlich im Buch nur an Danton wendet. Sie spricht mit keiner anderen Person im Werk, außer mit dem Knaben, aber der dient ja eigentlich als Übermittler einer Nachricht an Danton, also ist es quasi auch wieder nur an Danton gewendet. Ebenso zeichnet sich die Beziehung aus. Die sind beide sehr mitfühlend und verständnisvoll. Denn als Danton ja an diesen Albträumen leidet von den Septembermorden, ist Julia bei ihm und tröstet ihn und sagt, dass er der Retter des Vaterlandes war und dass er sich überhaupt keine Vorwürfe machen soll und dass er sich beruhigen soll. Genauso charakterisierend für die Beziehung ist die Liebeserklärung Dantons am Anfang vom Buch. Er sagt ja, dass er sie liebt wie das Grab, also quasi ein emotionaler Ruhepol für sie darstellt. Sie ist erstmal ziemlich schockiert über diese Liebeserklärung, aber als er ihr das dann erklärt, dann kann sie das quasi auch nachvollziehen. Und die Beziehung von Julie und Danton zeichnet sich auch noch darüber aus, dass die Liebe quasi über den Tod hinausgeht. Sie begeht ja auch dann Selbstmord, weil sie unbedingt bei Danton bleiben will und greift dann quasi zu dieser Fiole mit Gift und nimmt sich so das Leben, um bei Danton bleiben zu können. Genau. Die nächste Person, die ich aufgenommen habe, ist die Lucille. Hier habe ich wieder Charaktereigenschaften und außen dazu bildlich dargestellt und außen dann halt quasi die Eigenschaften dazu. Und möchte das jemand zuordnen vielleicht? Eva, du vielleicht? Genau. Sie ruft es ja und wird dann daraufhin verhaftet. Also kann man auch annehmen, dass sie dann hingerichtet wird. Ja, dann führt sie keine verbale Kommunikation. Ja, sie führt schon, nur sie legt halt überhaupt keinen Wert darauf. Genau. Ja, sie sehen Volkslieder. Genau. Oh. Warte. Genau, und das ist quasi dieses, was ihre Seele bedrückt, also dieses Unterbewusste, drücken diese Volkslieder aus. Ja, und das freut mich. Genau, sie bezeichnen nämlich die Guillotine als Todesengel oder als Wiege, also sie drückt sich wie Camille ziemlich bildlich aus und damit auch die poetische Sprache. Ihre Beziehung zu Camille, die zeichnet sich aus, dass sich beide enorm Sorgen umeinander machen. Zum Beispiel Camille sagt, die Elenden, sie wollen meine Lucille morden. Oder auch ihre Antizipation, wenn ich denke, dass sie dieses Haupt, mein Camille, also sie haben beide Angst und Sorge umeinander. Genau, und dann sagt auch Lucille, der Strom des Lebens müsste stocken. Also wenn Camille tot ist, dann gibt es für sie kein Leben mehr. Es müsste eigentlich alles stehen bleiben. Sie versteht es überhaupt gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum sie dann später wahnsinnig wird vor der Hinrichtung. Camille, sie kann es einfach nicht ohne Camille. Genau, und jetzt bin ich auch schon bei meinem letzten großen Punkt. Dem Volk.
Hier habe ich wieder Eigenschaften, die dem Volk entsprechend aufgelistet. Und dahinter verbergen sich dann quasi die Situation, wie es dem Volk geht. Könnt ihr euch da vorstellen, was ich abgebildet habe? Melody? Genau. Also die Kleidung zum Beispiel. Sie haben Löcher in den Jacken, das kommt als Zitat vor. Saskia? Genau. Da kommt das Zitat vor, ihr Hunger hurt und bettelt, also wie bei Marion. Sie werden dazu gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, um überhaupt überleben zu können. Sophie? Und sie auch kein Holz, also verlieren können. Genau. Miriam? Ja, dann gibt es ja das Zitat, sie haben Schmiede an den Fäusten. Ja, genau. Also sie sind auch körperlich am Ende, also genau. Und jetzt kann man insgesamt sagen, dass das Volk an einer ziemlich ärmlichen und katastrophalen Lebenssituation leidet und eigentlich die ganze Zeit nur fordert, dass die Lebenssituation verbessert wird. Und deshalb kann man sich auch die Charaktereigenschaften des Volkes daraus herleiten, nämlich weil sie ihre Lebensverhältnisse verbessern wollen, folgen sie demjenigen, der ihnen das verspricht. Und eben ist ja bei Robespierre und Danton so, danach den Reden sind sie einmal auf der Seite Robespierres, dann auf Danton. Also derjenige, der sagt, dass sie ihnen das Leben verbessern können mit ihrem Politikprogramm sozusagen, denen folgen sie dann auch. Und deshalb ist da auch dieser Wankelmut der Masse, also diese Sprunghaftigkeit darin begründet. Genau. So, beim Volk kann man sagen, dass eine Beziehung zwischen dem Volk und Robespierre ja besteht. Und das Volk wird von Robespierre ja hochgelobt und er sagt ja, Volk, du bist groß, du bist tugendhaft und schmiert ihn quasi Honig um den Mund. Und das Volk bezeichnet wiederum Robespierre als den Messias und Aristides, also quasi eine gottgleiche Stellung. Und ebenso haben sie beide ein gemeinsames Ziel, nämlich die Beseitigung der Dantonisten. Und deshalb besteht quasi die Verbindung zwischen dem Volk und Robespierre, quasi kann man das als Verehrung bezeichnen. In gewisser Weise besteht auch eine Beziehung zwischen dem Volk und den Dantonisten, nämlich dieser Hass. Und könnt ihr euch vorstellen, warum das Volk denn die Dantonisten so hasst? Da würde ich gerne mal ein paar Punkte mit euch sammeln. Ja, Melina? Ja, weil wir alles so haben und trinken und im Spielsalon rumsitzen. Genau, also quasi lasterhaft. Genau, diese ja sozusagen die neuen Aristokraten. Genau. Ja. Könntest du die Punkte gerade aufschreiben? Ja. Hast du eigentlich zwei Punkte genannt, einmal dieses Lasterhaft und die Nachfolger der Aristokraten. Perfekt, danke schön. Noch was, Vanessa? Ja, die machen ja auch so ein bisschen die Dortmundisten für ihre schlechte Lebensbedingungen verantwortlich. Also die schieben halt die Schuld. Genau, quasi so ein Sündenbock für das Volk. Könntest du das auch aufschreiben?
Steffi? Und sie sind ja auch neidisch auf die genau. Besteht, weil die eben alles haben. Genau, ja. Könntest du auch Neid aufschreiben? Miriam? Ja, weil die Dortonisten ja Mäßigung wollen und das Volk will eigentlich schon gut sehen. Genau. Ja, also dieser Mäßigungsgedanke. Ja. Schreibst du auch auf? Perfekt, danke schön. Fällt euch noch was ein? Oder? Das sind eigentlich schon die zentralen Punkte, die ihr dafür genannt habt. Und dieser Hass auf die Dortonisten, der führt eigentlich dazu, dass sie für Terror offen sind. Also sie fordern quasi, wie die Miriam schon gesagt hat, auch Blut. Die sagen ja, totschlagen. Also immer wieder die Leute, die besser sind als Aristokraten, die müssen umgebracht werden und beseitigt werden und erhoffen sich damit eine Verbesserung ihrer Lebenssituation. Wobei das eher fraglich ist, ob die dann durch den Tod der Aristokraten besser dastehen. Ebenso sind sie verfügbar für Demagogie, also quasi für die Reden Robespierres und sind damit auch, Robespierre hat dafür auch leichtes Spiel beim Volk. Genau. Und das war meine Präsentation zum Thema Nebenpersonen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Mithilfe.